wen haben wir da? Ist es dort ein Allgäuer? Ist es dort ein Hüpfer? Und der Allgäuer hat die Menschen da vorne. Allgäuer, jetzt hat man die Fans weiter. Albert Sinte! Aber da können wir von Martin Altenstraße, so muss es heißen, von dem, wo der kurz getroffen ist, aber die Fahrzeuge hat die Zehnung oder durch die Endlichkeitskarte noch meistern können. Bis Levitt hinter Altenstraße auf ihr so kräftig in der ersten Rennrunde. Und da gibt es einen Überschlag in der Aude Ausgang. Sichert auch als oberster Chef von der Mannschaft von Chris Levitt, von Antonio Albacete und von Dominic Lachis auch irgendwo mal in den Funkverkehr wohl so ein wenig eingreifen können. Ja, nicht alle Teams sagen, wir müssen runter zu dem Fahrer gehen, wenn der Fahrer unten sagt, okay, es ist alles in Ordnung an diesem Tag, was soll man dann an diesem Tag überhaupt noch arbeiten? Fürs nächste Jahr, diese Neuerungen haben auch schon mal an Sie weitergegeben. Und im Übrigen, sei jetzt gesagt, steht der Truck von Erwin Kleinnagelfort wieder auf seinen 6 Rädern. Da fehlt vorne an der Frontabdeckung mal nur ein kleines Splash, wenn man das mal so locker sagen darf. Die Frontscheibe hat auch das Zeitliche gesegnet. Jetzt werden die letzten Aufräumungsarbeiten durchgeführt. Dann werden diese Fahrzeuge. Das sind alles Vollprofis. Ich glaube, die haben kein großes Herzflattern mehr. Aber sicherlich die Spannung, glaube ich, steigt. Und ja, ich glaube, jeder ist schon bereit für den Restart. Und ich denke, die Show wird jetzt gleich wieder richtig weitergehen und dann geht es auch wieder richtig vorwärts hier. Hans Werner, wir fahren jetzt ein neues Rennen über die Einführungsrunde plus die 13 Rennrunden. Also keine wurde gestrichen. Wie sieht es hier mit Sprit und so weiter aus, mit dem Wasser in den Bremssystemen? Ja, wir haben ja immer etwas Reserve. Man sieht es ja auch teilweise, wenn wir im Park Formé stehen, also so 4-5 Minuten länger läuft das Wasser trotzdem. Und wie eben Rennabbruch war.